Hallo und willkommen an alle, die ich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei StarCraft 2 Legacy of the Void. Ja, im Hintergrund sehen wir unsere Armada und Ayur in Rot getränkt. Ja, ich habe in der letzten Folge irgendwas von Stellar Matrix erzählt. Nee, das war die Psi-Matrix, die wir da ausgeschaltet haben oder ausschalten mussten, so einer dreigeteilten Heldenmission. Ja, war echt ziemlich cool. Den letzten Teil muss ich nochmal wiederholen, weil ich am ersten Versuch verkackt hatte mit dem Adanis. Aber es gibt ein Happy End und ja, ich glaube, jetzt wartet echt die letzte Mission auf uns. Alles klärchen. Ich klappe nochmal alles hier ab und dann ja, gucken wir mal, dass wir den Wirtskörper vom Amon vernichten. So, alles klar. Also, bin ich zufrieden mit dieser Auswahl? Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Phoenix anfordern finde ich ganz nice, weil der räumt echt ordentlich auf und ich spare schon meine eigenen Truppen. Ja, ich denke, das ist alles so in Ordnung. Ich glaube, ich habe eigentlich schon alles schon eingestellt gehabt, ne? Oder? Mich nicht alles täuscht. Ja, die Bohrsohn will noch was sagen. Was haben wir hier? Die Mutterschiffe der Talarim wurden herangewarpt, um unsere Flotte zu unterstützen. Ich muss zugeben, sie sind beeindruckend. Die wurden herangewarpt, ja. Wir sind der Inbegriff der Stärke. Scheiß, ein Mutterschiff, ja. Okay, das ist schon echt kranker Scheiß. Es kann nur ein Mutterschiff gleichzeitig aktiv sein. Okay. Oi, das ist jetzt... Wow. Also das ist jetzt wirklich schwierig. Was mache ich denn da? Also es reizt mich schon, das Mutterschiff auszuwählen. Wobei... Oh Mensch, das war aber ziemlich laut jetzt. Ja. Ich finde die Träger mit der Reparaturfähigkeit einfach... Richtig, richtig geil. Und ich denke mal, ich werde die auch wählen. Dann baue ich mir so eine schöne Luftflotte auf und mache dann alles platt damit. Ja. Das werde ich so machen. Gut. Ja gut, gucken wir mal, was die Warzone zu melden hat. Danach springen wir direkt in die letzte Mission rein. Ich fürchte, ich kann kaum erfassen, wie tief eure Trauer sein muss, Atanas. All die edlen Templer, verwandelt in eine Monstrosität. Diejenigen, die zurückblieben, sind nun gefangen in einem von Amon beherrschten Körper. Ein wahrhaft schreckliches Schicksal. Doch was mich vor allem schmerzt, ist die Ungewissheit. Sie sind meine Brüder, meine Schwestern. Wenn wir diese Ungeheuer angreifen, werden es meine Schwestern und Brüder spüren? Werden sie alles stumm ertragen müssen? Oder ist ihr Bewusstsein bereits vollständig ausgelöscht? Ich kann euch weder Trost noch Gewissheit bieten, mein Freund. Doch ihr solltet wissen, dass ihr das einzig Richtige tut. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, gerade wenn die noch alles mitkriegen, dann erlöst sie ja von ihrem versklavten Dasein, ne, wenn man so möchte. Jut, alles klar, genug gequatscht hier. Jetzt gehen wir in die Mission rein. Jetzt, da die Psi-Matrix zerstört ist, kann Amon die Goldene Armada nicht zurück nach Ayur warpen, um ihn zu verteidigen. Wir müssen seinen Wirtskörper zerstören, bevor er sein vollständiges Potenzial entwickelt. Im Namen unseres Volkes. Wir dürfen nicht wanken. Ja, dann wanken wir mal nicht, ne? Doch, du kommst zu spät.
Alt eines Gottes. Der Höhepunkt eines Kreislaufs, der begann, als die Sterne geboren wurden. Ich erschuf euch. Ich werde euch auch vernichten. Höre die Wahrheit, Artanis. Dein Volk, dein Glaube, deine Kala. Alles eine Lüge. Von euch wird nichts übrig bleiben. Ihr habt Unrecht. Wir sind endlich frei und können über uns hinauswachsen. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Wappnet euch für die geballte Macht der Erstgeborenen. Das ist also Amons Wirtskörper. Ein monströser Hybrid aus dem Fleisch unserer Brüder und dem Gerippe des Overmind. Hierarch, meine Sensoren sagen mir, dass er leeren Energien in alarmierendem Ausmaß verschlingt. In diesem Zustand richten selbst unsere mächtigsten Waffen kaum etwas gegen Amon aus. Diese Splitter erzeugen leeren Energie. Sie entziehen der Umgebung das Leben, um seinen Wirtskörper zu nähren. Sie müssen zerstört werden. Der Boden in ihrer Umgebung wurde destabilisiert. Es scheint, als ob er in dem gesamten Gebiet eine Art leeren Terraforming betreibt. Wartet! Die Splitter öffnen Spalte. Sie rufen Wesen zu ihrer Verteidigung heran. Dann bleibt uns nicht viel Zeit. Krieger, macht eure Klingen bereit. Wir kämpfen für die Zukunft Ajurs. Ja, alles klar. Na gut, wenn der Amon schon anfängt zu flexen, dann hat er was zu bedeuten. Ja gut, da steht die ja auch. Die Splitter müssen vernichtet werden, wenn wir Amons Wirtskörper angreifen wollen. Kämpft tapfer, Templer. Na, der steht auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gerade, ne? Ich glaube, der hat schon einen oder anderen Köttel in der Hose. So, gut, wir haben jetzt 5 Hauptziele. Die Lehre untersteht meinem Willen. Und mein Wille ist, dass ihr vernichtet werdet. Na, schon klar. Amon öffnet immer mehr Spalte, um die Splitter zu schützen. Wir müssen angreifen, bevor die Verteidiger zu zahlreich werden. Euer Befehl. Jetzt stress mal nicht rum, Karax hier. Was soll denn der Quatsch? Wir haben noch gar keine Armee und gar keine, Wirtschaft hier aufgebaut. So, ich werde mal gucken, dass ich so schnell wie möglich eine Schmiede hier hinballer. Während ich natürlich weiter Sonden rauspumpe. Was haben wir hier unten? So, dann laufen die ganzen Upgrades im Hintergrund. So. Na, auch ich habe schon gesehen, man kann hier expandieren, aber ja, gut. Ich glaube, mit diesem Popelstrupp hier kommen wir nicht wirklich weit. So, dann haben wir da noch andere Schmiede hier. So, das läuft doch alles jetzt, ne? So, warpen wir noch ein paar neue Leute hier hin. So, sehr fein. Kann man direkt das nächste Upgrade raushauen. Sehr gut. Noch eine Sonde und dann mit der nächsten Kohle das nächste Luftpanzerungs-Upgrade. Gut, das läuft alles jetzt ganz gut hier. Hier müssen wir noch eine Verteidigung aufbauen, aber das machen wir alles nach und nach. Erstmal würde ich gerne hier expandieren.
war das denn für ein Geräusch, Mensch? Ja, ich will es gar nicht wissen. Na doch, ich will es doch wissen. Ah, die Drecksäcke. Dreck von zwei Seiten, ja. Habt euch so gedacht, ne? Falsch gedacht. So, Vespingas ist Mangelware. So, noch drei Sonnen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ich glaube, wir können auch die einen anderen Pylonen gebrauchen. So, da kommt einer hin. Hier oben packe ich noch einen hin. Ja, unser Trupp ist ganz ordentlich. Wir können den Phoenix anfordern. Das ist auch nicht verkehrt. So, vorher verstärken wir hier mal so ein bisschen die Verteidigung. Ich will den Kreislauf der Xenaga durchbrechen. Mhm. Artanis, ich registriere eine große Anzahl an leeren Kreaturen, die sich auf unseren Nexuspunkt zubewegen. Bereitet euch auf die Verteidigung vor. Okay. Ja gut, dass wir noch nicht losgezogen sind. Ich glaube, das wäre echt bitter geworden dann. So, Upgrades laufen weiter. Gut. Mal sehen, was davon zukommt. Ja. Ich bin zurückgekehrt. Na, na komm. Komm zu Papa. Na, das ging doch. Das ging doch fit, Mensch. Was war das? Ich bin ein wenig enttäuscht. Gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir hier ein bisschen aufstocken. Mal sehen. Roboterfabrik brauchen wir. Wir brauchen alles im Grunde genommen. Wir brauchen alles. Ich denke mal, ich werde mich auch auf robotische Einheiten konzentrieren. Gut. So, die Energie ist voll. Ich weiß noch nicht, sollen wir jetzt einen Angriff wagen? Ja. Na ja, komm, scheiß drauf. Gehen wir los, ne? So schlimm kann es doch nicht sein. Oh, warte einen Moment. Wir wandeln nur ganz kurz diese Warp-Tore um. Können wir direkt noch neue Truppen da rein warpen ins Gefecht. Schaden kann es, glaube ich, nicht. So. Zack, zack. Gut, jetzt haben wir auch den Angriff abfangen können von denen hier. Jutz. Ja, ich würde sagen, jetzt wird Zeit. Wir greifen mal an. Schick mal direkt mal den Phoenix hier rein. Die Basis das hin hier unten? Ich glaube schon, ja. So. Okay, nichts Upgrades. Hier kommt gleich auch das nächste Upgrade. Ja, wir brauchen mehr Vespingas, das ist wohl wahr. Nice, nice, nice. Artanis, rund um Armons Wirtskörper befinden sich mehrere Positionen, die sich hervorragend als Vorausposten anbieten würden. Schaltet die gegnerischen Einheiten aus. Dann können unsere Truppen zusätzliche Verstärkungen senden. Wir haben es geschafft. Schnell, Krieger, rückt vor! Mhm.
Upgrade durchgeführt. Ich soll die Warp-Zone sichern. Eieiei. Alles klar. Und am besten expandieren wir jetzt auch direkt mal. Da ist doch die Sonne, die ich gesucht habe. Gut. Davon möchte ich einen haben. Hiervon möchte ich welche haben. So, dann komm schön zu mir. Zack, zack. Okay. Wir haben nicht genügend Mineralien. Hab ich echt alles verballert, ne? Ja, Tatsache. So, die warten jetzt hier auf mich, ne? Die Warp-Zonen. Die Warp-Zonen sichern. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Ich hoffe, das kriegen wir hier auch hin. Die Stunde ist gekommen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten so, sehr fein. Die Todesflotte schwärmt aus. Mhm. So, die Todesflotte, ja. Alles klar. Ihr alle werdet mir dienen. Ich bringe Ordnung. Erach, wir orten mehrere fliegende Kreaturen, die sich unserem Nexuspunkt nähern. Gut, dann warten wir wohl mal ein bisschen. Nicht genügend Mineralien. Ich bin zurückgekehrt. Sagen wir noch für ein paar neue Sonden. Die kann natürlich auch jetzt ja weiter wandern. Gut. Das ist doch alles ganz fein soweit. Na, wo geht denn der lang? Geht der hier unten lang? Die Stunde ist gekommen. Ja, der geht echt da unten lang. Was für ein Scheiß, ey. Ja, das soll mir aber recht sein. Soll er doch kommen, der Penner, ey. Seine Lufteinheit, ne, was er da großartig hat. So, schauen wir doch mal. Nummer 1, Nummer 2 und du wirst auch sterben, Junge. Oh, was ist denn hier los, ey? Ich bin mitten in so einer Zerg-Basis gelandet, ja. Ah, scheiß drauf, dann machen wir die mal kurz Platz. So, das war ja recht erfolgreich. Gut. Wir schicken die mal hier oben hin. Oh, wo gehen die jetzt lang? Nee, komm, hier geht man schon hier lang. Gut. 19. Zack, zack, dann müssen wir alles haben. Ein Upgrade, zwei Upgrades. Gut, ich würde sagen, langsam wird das auch mit der Versorgung hier knapp. Das heißt, wir hauen ein paar Pylonien hin. Die Stunde ist gekommen. Ein so ein Teil, so ein Teil. Und den ganzen extra Driss hier, ne? Was wir auch alles hier brauchen. Gut, und das hier brauchen wir auch noch, ne? Gut, der Pylon, der wird es leiden müssen. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Das hier ist nicht in Ordnung. Ja, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Das habe ich echt nicht gut gemacht. Ja, jetzt der Phoenix jetzt... Der
wenig unser Punching Ball hier geworden. Ne? So, hier muss man ein bisschen tricksen. Gut. Haben wir alles noch überlebt. Alles wunderbar. Gut, okay. Konzentration. Ne? Ich muss ein bisschen ablenken lassen, weil ich die ganzen Sachen hier gebaut habe. Natürlich keine Ausrede. Jetzt gucken wir doch mal. Wir verstärken jetzt weiter die Verteidigung hier. Das machen wir einmal so und einmal so. Und so. Jetzt haben wir echt eine gute Verteidigung. Dann bauen wir hier noch zwei solcher Warp-Tore. So, das konfigurieren wir mal kurz neu hier. Zack, zack. So, zwei davon. Und wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Natürlich müssen wir das. Naja. Wir haben auch schon einen recht großen Trupp, muss man dazu sagen. Gut, jetzt haben wir hier alles aufgebaut. Das reicht immer noch nicht von der Versorgung her. Na komm, das. Packen wir den Rest noch hier hin. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Das sollte dann aber echt passen. Ich erlöse euch von eurem Leiden. Natürlich machst du das. Spalt entdeckt. Macht euch auf einen weiteren Angriff von leeren Kreaturen gefasst. Sind eins. So, jetzt haben wir echt einen coolen Mix. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, das benötigen wir. Da hast du recht. Wir haben echt einen fetten Trupp hier. Gefällt mir sehr gut. Also hier bauen wir natürlich ein bisschen Verteidigung. Einheiten hin. Aber erstmal fangen wir hier den Angriff ab. So, Kollege, du gehst jetzt weiter hier. Mineralien sammeln und wir brauchen Vespingas. Naja. Aber sowas von, ne? Wir brauchen Vespingas. Alles klar. So, folgendes. Während sich die Träger, ach, da sind sie ja schon, unsere Richtung bewegen, ne, wollte ich gerade sagen. Bauen wir uns hier schon mal zusammen. So. Die gehen jetzt hier oben hin. Baue ich jetzt noch so eine kleine Verteidigung hier auf. So, das wird jetzt meine Verteidigungslinie hier. Sollte eigentlich reichen. Habe ich auch ordentlich hier Kohle verballert. Aber auch das ist alles halb so wild. Gut, der Trupp ist richtig dick. Und damit wandern wir jetzt auch rein. Phoenix kommt mit. Jo. Und dann machen wir hier einfach mal alles platt. So, schicken jetzt noch ein paar Räuber hinterher. Von denen hätte ich auch gerne noch zwei. Von denen hätte ich gerne noch zwei. Dann haben wir schon wieder keine Kohle mehr. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. Ist da alles platt hier, oder? Ausgezeichnet, Hierarch. Meine Nerazin gehen gerade in Stellung. Wow.
Also ich habe eigentlich gedacht, unsere Verteilung hält ein bisschen mehr aus. Ich habe es gehofft, ne, wenn man so möchte. Gut. Trotzdem alles halb so wild. Für Warzone. So, dann sorgen wir wieder für ein paar Upgrades, dass die nicht aufhören. Ja, ich weiß. Nicht genügend Mineral, nicht genügend Vespingas, irgendwie fehlt immer irgendetwas, ne? Nice. Na komm, wir schließen uns direkt mal hier an, ne? Ah, die Kacke hier oben direkt mal platt, ey. So. Wow, sehr fein. Die Nerazim. Immer wieder beliebt hier. So, komm, scheiß drauf, wir gehen direkt mal hier rein. Seid vorsichtig, Hierarch. Durch die Zerstörung des leeren Splitters sind die verbleibenden vier mächtiger geworden. Ja. Das war trotzdem sehr fein. Aber nicht platt gemacht. Nice. Nice. Sehr, sehr nice. Oh, da können wir wieder expandieren. Sehr geil. Ich spüre bereits, wie Armor-schützende Hülle schwächer wird. Sehr, sehr geil. Gut. Kommen wir hier unten? Kommen die klar? Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? Ich werde trotzdem meine Verteidigung hier verstärken. Und wir werden natürlich expandieren. Jetzt wack ich mal den Kollegen hier ab. Obwohl, hier irgendwo einen habe ich doch immer. Der rumschwirrt. Gut, dann gehst du mal hier oben hin. Denn wir können nie genug Kohle haben. Vor allem Vespingas. Ich folge dem Pfad, den die Schatten. Dieses Universum wird ausgelöscht werden. Alles klar. Kreaturen gesichtet. Markiere ihre Position. Sie bewegen sich gerade in Richtung eures Nexus-Punkts. Alles klar, die gehen da unten lang. Ah, das gefällt mir. Man kann sich richtig schön austoben und muss sich keine Gedanken darum machen, dass die Kohle irgendwie ausgeht. Sehr, sehr fein. So. Upgrades laufen auch. Ja, obwohl, da gehen wir ein Tier lang. Die Nerazim schließen sich dem Kampf an. Mineralienfeld erschöpft. So, wir wandern mal hier hin. Ich glaube, das ist. Ach, guck mal. Na, hier ist schon fast alles Platz. Sehr gut, dass wir da oben expandieren konnten. Ob ich das noch so einen Träger bauen kann. Ja, obwohl, ja, ich habe eigentlich keine Kohle, ne? Dafür. Jut, jut. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier oben schön lang. Ja, obwohl, na, ich sehe gerade. Wenn wir schon in der Nähe sind hier von diesem, in diesem Bereich hier, ne, dann, komm, greifen wir direkt mal an. Die werden zunehmend instabil. Ihr solltet euch ihnen nur mit Vorsicht nähern. Wir wissen noch zu wenig über die Macht, die ihnen innewohnt. Ja. Ja, ich glaube, wenn wir die zerstören, die Dinger, dann werden wir auch nicht viel über diese Macht erfahren, ne? Gut, so. Na, ich würde sagen, die können wir schon mal alle nach oben schicken. Ja, sehr fein. Sehr, sehr fein. Und hier können wir auch expandieren. Meine Fresse, das ist ja richtig, ist ja wie Weihnachten. Ja. Geschenke ohne Ende. Ausgezeichnete Arbeit, Templer. Der dritte Splitter ist gefallen. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir wandern erstmal hier oben hin. Das müssen wir nämlich auch alles befestigen. Ne? Das
Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und der chillt hier in der Mitte, ne? Mit seinem Überwürzkörper, ne? Das war schon echt ein fettes Ding, ey. So, dann gucken wir nochmal. Einmal hier, einmal da. Und was war das? Das war nix. Gar nix war das. So, ich glaube, die ganzen Upgrades sind durch, ne? Ja. Meine dunklen Templer rücken gegen Amon vor. Mhm. Danke für die Info. So, du kannst dahin gehen und der Rest, ja, der wird abgeerntet und dann, das. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay, ja, die kann ruhig ein bisschen Stress machen. Das passt mir sehr gut. Ja, ich denke mal, es ist eine ganz gute Verteidigung, die wir es hier haben. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber drauf geschissen. So, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir davon? Wir haben 4 davon. Jut. Wie gesagt, ich hätte gerne noch ein paar Träger. Oh, hier haben wir doch einen, ne? Nice. Hier unten expandieren wir dann erst gleich hin. Dann wandern wir da mal rein, ne? So, mal sehen. Bas wird angegriffen. Kriegen wir das alles hin? Das kriegen wir alles hin. Jo. Das sieht alles vernünftig aus. Ach mein Gott, hier muss man gar nichts machen. Also dafür, dass das die letzte Mission ist, also voraussichtlich die letzte Mission, ne? Ich meine, wenn wir die Würzkörper zerstören, ist ja immer noch recht gebumst, würde ich sagen. Die Richter beziehen Position. Dafür ist das Ding schon wir ziemlich einfach. Niemand kann sich mir entgegenstellen. Eine weitere Angriffswelle ist unterwegs, Hirach. Ja, niemand kann sich dir entgegenstellen und doch bin ich hier. Erfahrt euer Urteil. So, die fangen wir direkt mal hier ab. So, sehr schön. Dann kommt das temporale Feld auch mal wieder zum Einsatz. Und das war's auch schon mit der großen Gegenwehr hier von denen. Dunkle Templer, schlagt zu mit aller Macht. Mach das mal. So, ich packe auch noch so ein paar dunkle Templer dazu. Ja, da kommen wir irgendwie alle aus dem Schatten. So, und immer weiter. Jetzt haben wir sogar das Einheitenlimit überschritten. Wir waren recht tricky unterwegs heute. So, alles klar. Sind wir hier? Ich würde nämlich gerne hier dieses Bonusziel hier auch noch erreichen. Aber ja, ein bisschen Zusatzunterstützung kann, glaube ich, nie schaden. So, genau, die sind ohne Arbeit, das heißt, die schicken wir erstmal hier hin. Danach können die hier so einen neuen Nexus errichten. Gut, während wir hier weiter einfach alles platt machen. Was? Träger und diese Phasengleiter-Dinger hier sind echt schon ziemlich fett. So, was haben wir hier? Irgendwie nichts, ne? So. Irgendwie ist die Gegenwehr recht überschaubar. Es ist extrem gefährlich, ihnen zu nahe zu kommen.
Alles klar, danke für die Info. So. Amons Untergang ist nahe. Haldarim, euer Hochlord verlangt das Blut des dunklen Gottes. Wagt es nicht, mich zu enttäuschen. Alle drei Vorausposten wurden gesichert, Atanas. Nun lasst uns Amon ein Ende bereiten. Ja. Yeah. Sehe ich ganz genau so. Oh, was kommt denn da? Richter, was wandert denn da in unsere Richtung hier? Heilloses Chaos. Die Stunde. Ja, wir müssen zusätzliche Pylonen bauen, ja. Die Klingen von Shakuras werden über den dunklen Gott herfallen. So, wir warten noch einen kleinen Moment. Es war genau 10 Sekunden noch. Können wir nicht hier die Zeit anhalten, dann machen wir auch hier das vierte Teil platt. So, los geht's. Das Feuer des Krieges brennt hell. So, dann gucken wir mal, putzen wir diesen komischen Stein hier weg und fort damit. Sehr fein. Der Sieg ist zum Greifen nahe, meine Brüder. Kämpft mit allem, was ihr habt. Sehr, sehr fein. Mineralienfeld erschöpft. Ja, Mineralienfeld erschöpft. Ach, guck mal hier. Hier ist ja schon wieder ein Notschutz ausgebrochen, ne? So, geht hier mal hier hin, du gehst da hin. Ich glaube, viel Gegenwehr kommt sowieso nicht mehr. Gut, dann gehen wir mal zum großen Finale über, würde ich sagen. Herrlich, herrlich. Wie die einfach nichts machen können, ne? Hier diese roten Strahlen hier, diese von dem von den Zerstörern hier, ne? Ist ultimativ geil. Wie die einfach alles wegwichsen hier. So, aber das war's schon. Wir sind schon hier angekommen. Mensch, jetzt gehen das, ey. Na dann. Beweist damit nur, dass eure Existenz ohne Bedeutung ist. Ich werde euch auslöschen. Ja, während du quatschst. Eures Leidens soll bleiben. Das ist aber nett, Brüder, der Augenblick, auf dem all unsere Hoffnungen ruhen, ist gekommen. Unsere Sensoren haben eine große Zahl an leeren Kreaturen erfasst, die sich auf unseren Nexuspunkt zubewegen. Mhm. Interessant. Richter, geht und kämpft Seite an Seite mit den Kriegern unseres Hierarchen. Krieger, tötet alle, die sich mir in den Weg stellen. Ich komme aus dem Schatten. Die Nerazim schließen sich dem Kampf an. Sehr nice. Körperliche Form wurde erweckt. An alle Schiffe, Waffensysteme feuerbereit machen. Sofort! Templer, entfesselt euren Zorn! Whoa!
Die leeren Energie nimmt ab. Amons Hülle wurde zerstört. Mach den Schlüsselstein bereit, Karax. Vor uns liegt die letzte Schlacht. Da haben wir aber echt nichts übrig gelassen, ne? Ja, sehr geil. Ja, war eine mega entspannte Mission, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt? Das war's doch nicht. Ja, ich würde sagen, ich guck mal gerade in die Stellarmatrix rein. Eine Mission verfügbar. Um mal abzuchecken, was da noch kommt. Der Schlüsselstein ist bereit, Hirach. Wir erwarten euren Befehl. Karax, stellt eine Verbindung mit unserer gesamten Flotte her. Ich möchte zu den Templern sprechen. Alles klar. Also wartet noch eine Mission auf uns. Gut, wäre aber auch ein bisschen zu einfach gewesen, wenn es die letzte gewesen wäre. Alles klärchen. Ja, ganz entspannte Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Und wenn es da wirklich mal Richtung Finale geht, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange das hier noch gehen soll. Wir werden es sehen. Also, das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und ciao.